Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos, die wir fahren, haben in dem seither vergangenen halben Jahrhundert einen weiten Weg hinter sich gebracht. Aber wir fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim großen Preis von Monaco. Die Strecke in Monaco weist die geringste Durchschnittsgeschwindigkeit der Saison auf. Und bei den heutigen Bedingungen dürfen wir uns wahrscheinlich sogar auf noch niedrigere Geschwindigkeiten einstellen. Diese berühmte 3,22 Kilometer lange Strecke besitzt 19 Kurven. Und bei all dem Regen, der heute auf die Fahrer niederprasselt, wird es noch schwieriger werden als sonst, sich von den Leitplanken fernzuhalten. Es würde mich also nicht überraschen, wenn wir heute den einen oder anderen Einsatz des Safety Cars erleben werden. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Reden wir über Richter. Es gibt da einige kontroverse Diskussionen in den Medien wegen einiger ihrer Kommentare. Was hältst du davon? Jeder, der das Team aktuell in der Öffentlichkeit kritisiert, tut ihm damit keinen Gefallen. Klar, manchmal brauchen Leute einen Tritt in den Hintern, aber sehr viel öfter geht es darum, jemanden zu haben, der einen unterstützt und ermutigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit derartigen Bemerkungen besonders viele Freunde in der Werkstatt gemacht haben. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Bottas, Verstappen, Charles Leclerc und Ricciardo. Albon, Norris, Stroll und Sergio Perez. Richter, Sainz, Esteban Ocon und Gasly, Raikkonen, Grosjean, Antonio Giovinazzi und Kevin Magnussen. King, Kvyat, Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Tja, welches Talent sich wohl durchsetzen wird? Ich hoffe mal, wir, Platz 11, das ist eine große Chance, ein paar Punkte mitzunehmen, wenn die Strecke nicht nass wäre. Sie ist nass, das ist das große Problem. Aber ich hoffe, dass wir es irgendwie gebacken bekommen, vielleicht ein Pünktchen irgendwas hier mitzunehmen. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Nee, ist natürlich nicht besser, das Wetter. Ich hatte ein bisschen auf Trockenreifen gehofft. Hatte ich auf Trocken, auf Dings gehofft. So. Gut, fahren wir rein. Wir hoffen, dass wir das irgendwie hinten auf die Reihe bekommen. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ja, okay, das wird sich einfach werden. Soll ich versuchen auf Trocken ein bisschen gegenzuwirken, muss ich wahrscheinlich auf volle Traktion umstellen. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück, damit ein bisschen zu helfen. Vor uns beiden Racing Board mit Perez und Stroll. Heavy rain will be staying with us for a while now, at least a 20 minute window of heavy rain. 20 Minuten Heavy Rain. Ja, ich habe ein bisschen Glück, kriegst trotzdem noch irgendwie geschissen, dass wir doch noch ein trockenes Wetter kriegen. Oder zumindest trockeneres Wetter. Und ähnlich wie in Sandford und Hanoi hatten, haben wir Sergio Perez wieder vor uns. Der hat ja in Sandford zum Beispiel um einen wichtigen möglichen Punkt beraubte mit seiner Aktion damals. Wo er dann meinte, okay, ich hau dich trotzdem noch irgendwie weg. Ich fahre jetzt bewusst mit voller Traktion, damit ich halt ein bisschen Grip habe hier. Trotz des trockenen Setups. Ich versuche ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit zu gehen. Aber wir wollen es natürlich irgendwie auf die Reihe bekommen. 19 Runden stehen heute an. Oder 20? 19, 20? 19, glaube ich.
So, mit ein bisschen Glück haben wir es. Ich hoffe, es irgendwie noch uns da fortzusetzen. Ein Pünktchen werde ich irgendwie mit rausnehmen aus dieser Saison. Wie gesagt, das wäre ein wichtiges Millionchen. So. So, das erste Auto haben wir schon neben uns. Das ist Sergio Perez, der aber sagt, komm, ich drück mich da irgendwie noch mit vorbei an dir. Schön fürs Wegdrücken. Dankeschön. Ich krieg jetzt bestimmt wieder die Strafe, weil ich die Erlaubten blockieren. Dankeschön, bleib doch noch mehr stehen. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. A new strategy. Ich hab sie. Warum? Was ist denn schon wieder los? Ich hab doch gar nichts getan. Ich bin doch normal vorbeigefahren an dem. Hab ich ihn vorbeigebremst, jo. Oh, du bist ganz schön. So. Genau, schwere Kollision. Ich hab denn nicht einmal irgendwas gemacht. Meine Fresse, verpiss dich von mir, Stuart. Dings, ey. Warum musst du denn immer da nachdrücken? Oh? A new strategy is available on the MFD. Im Zweifel wird er nochmal reingedrückt. Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr auf dieses Rennen, ey. Dieser Typ, ey. Ich muss dich die ganze Zeit in die Wand drücken. Das geht nicht. Ich krieg den nicht geschiss, den Typen. A new strategy is available on the MFD. Geh weg von mir. So, jetzt haben wir es mal irgendwie geschafft, dass ich da halbwegs durch diesen Tunnel durchkomme. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Ach so, dann machen wir es ganz einfach. Komm, wir drücken einfach mal noch uns ein bisschen weg. Und dann können wir den ja vorüberholen. Das ist ja kein Problem. Das kannst du gut, Perez. Mich einfach versuchen zu überholen. Geh mal weg, ey. Check your MFD for a new strategy option. Vergiss es, Perez. Ich will dieses Rennen wenigstens mit irgendwas mitnehmen. A new strategy is available. Oh, Jeff, halt die Fresse.
use your overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Ja, ich weiß. Deswegen mag ich gegen Perez ungern zu kämpfen. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Ich meine, ich verliere 6-7 Sekunden pro Runde fast auf die Führung. Auf die Spitze. Ja, jetzt hat er mich. Verschwinde von mir, Perez. Ich bleib dabei. Ich versuche mir. Ich weiß, dass ich verliere gegen Stroll. Wie gesagt, ich bin jetzt in Runde 53 Sekunden. Oh, Jeff, halt die Backen. Es geht nur darum, einfach diesen 10. Platz irgendwo dahinter zu verteidigen. Nichts anderes. Angriff kriege ich nicht hin. Aktuelle behalten. So, ist er mir jetzt gerade ins Auto gefahren, dann habe ich gesagt, dass er deswegen Flügelschaden hat. Ja. So, den ersten bin ich schon mal los, da kann ich mal nichts für. Der ist mir nämlich ins Auto gefahren. Tschüss, Perez. Den ersten habe ich schon mal abgearbeitet. Aber wie gesagt, das war nicht meine Schuld. Dann haben wir als nächstes dann, ne? Ne, no, ist nicht Sainz. Sainz und Gasly. Das ist nicht wahr! Dieser. Das ist gut, das ist gut gemacht. Haben wir schön weggedrückt die ganze Zeit, damit ich da nicht irgendwie. Oh Mann, ich hasse das, wenn die mir die ganze Zeit die Karren ins Auto fahren müssen. So, lass mich in Ruhe, ey. Ich weiß, dass ich ein bisschen Autoscooter jetzt gerade war. Sekunden, Runde 4. Wir haben noch 16 Runden. Ich kann mich muss ich nur verteidigen. Ich weiß, dass ich einfach viel zu langsam bin. Aber A liegt mir die Strecke nicht und B so ist das auch das Wetter. Aber warum habe ich diese komplizierte Strecke? So ein Schütz. Ich glaube, der nächste, der sich gerade da mir irgendwas kaputt gefahren hat. Ja. So, der nächste wäre Gasly. Ja, okay, versucht sich da noch reinzukämpfen. Wobei Perez gleich wieder dran ist an mir. Das heißt mir, der ist am Feld dran. The circuit's definitely looking better than it was a few minutes ago. If we just move a bit more of that standing water, we might be able to get onto the intermediates. Ja, aber die sollen Intermediates gehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle die auf die Inters gehen. Wenn jetzt hier sagen, alle auf die Inters, dann. Also bleibt da einer nur auf trocken auf den Fullbett draußen. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich den Punkt los.
So, nächste Gäste hier, Ocon. Warum fahren wir eigentlich die Autos, die Leute, man die Autos? Sechs sind wir jetzt mittlerweile. Naja, ich mag diese Strecke nicht so. Genauso wie USA. Für mich eine absolute Dreckstrecke. Ähnlich wie hier. USA fahren wir jetzt am Sonntag, also heute Abend. Im Livestream dann. Erwartet mal nichts. Ich weiß nicht, wie viele Leute dabei sind. Stand jetzt, weil wir gerade am Donnerstag sind beim Aufnehmen. Und ich habe eine 30 Sekunden Strafe bekommen durch das letzte Rennen. Und ja. So. Upsa, da wollte der Gäste mich ein bisschen überraschen, das darf er natürlich nicht machen. Klatsch, und der nächste, der jetzt in die Box geht, wird Pierre Gasly sein. Aber wie gesagt, ich bremse nur mit den Witterungsbedingungen und spreche die Kurve an. So, der nächste, der sich versuchen darf, ist Ocon. Und wir sind mittlerweile Runde 7, Rückstand. Fast 34 Sekunden auf den Norris. Aber wie gesagt, mir ist es egal, wir sind 10. Wir haben einen Punkt momentan. Für das Team ist ein immens wichtiges Preisgeld. Ich gehe zumindest von aus. So, ein Renault hinter uns. Und dann nochmal Kimi Räikkönen in der nächste. Und danach müssten die beiden Haas auch irgendwann kommen. Flugzeug hat er nicht, aber den wird er sich wahrscheinlich jetzt gleich beim nächsten Versuch holen. Ja, da hat sich der nächste Wagen verabschiedet. Und auch Ocon darf in die Box. Aber nochmal, ich werde es ist nicht absichtlich hier. Ich bremse nur mal die Kurve an und die Autos fahren mir hin ins Auto. So, Räikkönen und Magnussen, die nächsten beiden. Und ich denke noch nicht dran, auf die Inters zu gehen. So, wir haben jetzt gleich die Hälfte des Rennens rum. Unser Teamkollege hängt momentan auch da irgendwo mit drin. Der hängt nämlich hinter den beiden Haas. Some of this energy. Our gap to the car in front is 40.6 seconds.
Okay, Kimi passt ein bisschen auf. Ich glaube, der hat sich diesmal nicht den Flügel angefahren. Nö, ja, der Alpha da hat ein bisschen aufgepasst. Oh ja, ja, was wollt ihr denn von mir alle? Tut mir leid, aber ich kann auch nur einen Mummoplatz machen. So, Magnus in der Wahl an Kimi Räikkönen mit der Aktion, ey. Typischer Magnus, meine Meinung nach. Aber ich, wie gesagt, ich verteidige mich nur. Ich mauer, ich verteidige. Mehr tue ich heute hier irgendwie nicht. Oh, wir haben, glaube ich, den ersten Ausfall, oder? Oder was hat das, die Berundung da hinten? Ja, der hat uns auf jeden Fall gerupft. Und Kimi auch. Das ist gut, das ist die Lücke ein bisschen größer jetzt. Und Magnus, der probiert zu versuchen, an uns vorbeizukommen. Die werden mich jetzt beide in die Box müssen. Und dann müssten wir dahinter Grosjean haben. Wir haben jetzt gleich die Hälfte des Rennens oben nach der Runde. Und aktuell bin ich bei 10 Runden, wo ich wirklich nur diesen 10. Platz mehr oder weniger verteidigt habe. Und nichts anderes. So, Magnus bleibt doch draußen. Kimi geht in die Box. Monaco hat so eine Strecke, da passt das mit dem Überholen. Man kommt einfach nicht vorbei. Es gibt kein DRS. Die Flügel können nicht flach gestellt werden. Scheiße. Ich will die von mir. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt einen Schaden hat am Auto. Ja, es ist langweilig. Es ist nichts anderes. Aber was will ich machen? Ich kann. Ich komme nicht nach vorne. Ich habe fast eine Minute vor Rückstand. Ich komme dem Feld nicht hinterher bei dem Wetter. Ich fahre ja auch das Trockensetup. Naja, hat es immer alle nicht abbekommen im Auto. Das müssen wir versuchen. Klopp, der nächste, der sich. Ja, mein Gott, ey. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Ich hab eine Kollision vorne. Wofür? Ich hab gar nichts gemacht. Der ramp ich nicht, weil die Botanik nicht, ich komme nicht raus, weil hinter mir noch ein Auto steht und ich krieg, ja, du kriegst eine schwere Kollision, das geht nicht anders. Nee, 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 das war bestimmt du. Natürlich am Magnussen, ey. Geh weg von mir. So, die Safety Car wäre perfekt gewesen, aber. Ich bleib bei meinem. Dann setze ich halt eine Rückblende ein. Ich will dieses. Also ich lasse mir keine 5 Sekunden. Um die Strafe geht es mir. Diese 5 Sekunden Strafe. Diese meiner Meinung nach ungerechtfertigte 5 Sekunden Strafe. Weil mir fährt man ins Auto und ich krieg die Strafe wegen Blockieren. Oder wegen der schweren Kollision. Na danke. Rückstand nochmal ist 1:05, aber wie gesagt, es geht ja auch hier um nichts anderes, um nur dieses, um diesen einen Punkt. Na gut, die Überrundung, ne, die kommen jetzt auch noch gleich zugleich. Irgendwo sind wir eigentlich schon hier.
Wir müssen aufpassen. Okay, gap ahead is 56.3 seconds. Ah, verschwinde von mir. Auf jeden Fall hat es eine harte Erwischung. Das war. Verschwinde. Oh, Alter. Also, Magnus hat es auf jeden Fall erwischt. Grosjean, glaube ich, ja nicht da, oder? Wir haben da ein bisschen Probleme mit dem Auto. Haha, jetzt kommt nämlich die ganze Überrundung dabei. Jetzt können wir nämlich ein bisschen absitzen, weil die alle überrunden lassen müssen. Das ist eigentlich gut so für mich, weil so muss ich nicht die volle Renndistanz fahren. Eine Runde weniger ist mir lieber. Klar, die sind jetzt alle da im Überrundungsmodus. Da hinten. Ja, wie gesagt, die kommen aber auch nicht mehr bei da hinten, Mercedes. Soll mir wirklich nicht recht sein, weil umso besser, umso mehr Strafen kriegen sie da hinten. Wenn ich den Grosjean hinter mir habe, ist auch gut. Das ist nämlich mein Rivale. Wir haben noch 8 Runden um. So. Ich glaube, der hat es aber auch, habe ich gerade. Ja. Und der nächste, der sich verabschiedet. Ja, jetzt gibt es als nächstes Quia dran. Jetzt kommt er nämlich jetzt überholen. Jetzt könnt ihr mich überholen. Jetzt könnt ihr da unten nämlich alle einholen jetzt. Die. Oh, der nächste wäre Dani Kvyat und dann kommt der Teamkollege. Der kleine der Russe da hinten. Möchte auch vorbei, der sagt dann auch, auf Torpedo. Hey, dich möchte ich da überholen, sonst schieße ich dich auch von der Strecke. So, Runde 13 sind wir mittlerweile, also viel einmal. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass die alle da vorbeigelassen werden dann, ne? Hinter King, ja, da sind schon der Alpha und dahinter kommt Williams. Ich glaube, das könnte ein Russell sein. Oh. Na, aber ich hab gelenkt. Ja, dann lauf vorbei. Ist gut. Bis zu dem Punkt halt. Mein Gott. So, das war meine eigene blöde Situation. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt einen Flügelschaden kassiert hat. Sie haben mir persönlich recht sein, wenn sie meinen, alle in die Akare fahren zu müssen. Ja, ich weiß. Dahinter sind nämlich jetzt die. So, der ist jetzt an King sitzt vorbei. So, wenn jetzt Kvyat sagt, okay, der Mercedes. Ich versuche mal wieder ein bisschen rauszuziehen aus der Situation. So, jetzt lasse ich den Mercedes ziehen. Und der Kvyat aber nicht. Du fährst mir dafür lieber in die Karre. Natürlich fährst du mir ins Auto. Wenn ihr nicht vor. Wenn ihr mir nicht vorbeikommt, dann müsst ihr mir einfach das Auto fahren. Das ist ja kein Problem. Blue Flag, Blue Flag. Ja. Dankeschön.
Im Zweifel einfach so. We're not racing the car behind. Let them pass when you can. Ah, der hat das verloren, ne? Der hat mein Gott, Jordan! Im Zweifel fährst du auch mir in die Karre, Alter. Ich glaube, der quert muss eh nochmal in die Box. Das VSC raus, komm. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Jordan is in the pits. Jordan in the pits. So, der Vettel vorbei, den Alpha lasse ich da jetzt nicht ziehen. Mir tut natürlich jetzt weh, dass mein... Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, fahr! Max. Ich kämpfe in meinen Positionen. Sehr gut, der Nächste, der vorbeigeht. So, jetzt habe ich Williams hinter mir mit Latifi und Giovinazzi dahinter. Die sich jetzt auch ein bisschen bekämpfen sind. Das ist mir auch herzlich egal, sonst sich da hinten mit kriegen. Und dann kommt Leclerc auch noch irgendwo dazwischen. Also, gut, wir haben eine Runde weniger auf jeden Fall jetzt zu fahren. Das ist klar durch die ganze Überrundung. Was ein Chaos, René. So, der Nächste, der jetzt gleich versucht vorbeizugehen, ist... Komm nicht darüber, dass ich Leclerc vorbei, Dings vorbeilassen kann. Ja, Leclerc war's. We have five laps of fuel remaining. So, der nächste. Ja, fahrt mir noch alle Mann in die Karre, ey. Oh Mann, ich will doch einfach nur normal mein Rennen zu Ende fahren, ne? Soweit es irgendwie möglich ist. We're not racing the car behind. Let them pass when you can. So, Runde 16. Ich hab zwar den Flügel so derbe kaputt, aber das ist... Geh weg. Heavy rain to stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Ich möchte nur dieses Rennen hier irgendwie auf den 10. Platz zu Hause fahren. Ich habe keinen Flügel mehr, der ist durch, der ist einfach kaputt. Albon wird der Nächste sein, der sagt, komm, ich ziehe jetzt vorbei an dir. Was für ein Rennen, ey. Kackrennen, Alter. Was für ein Kackrennen. So, ne, Russell ist der Nächste. Norris ist es. Okay, dann lass ich den Norris ziehen.
Im Zweifel schießt er mich einfach in die Wand. Dankeschön, Kimi Räikkönen. Habt ihr gut gemacht, Kimi. Dankeschön. Du hast das fein gehört. Im Zweifel schießt du mich einfach in die Wand die nächste Runde. Das ist ein Kackrennen, ey. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. So, Runde 17. Zwei, drei Ründchen und dann haben wir's. So, Giovinazzi und Latifi sind die nächsten. Und dann kommen die beiden Dings schon. Hat. Mein Gott, ey. Blue Flag, Blue Flag. Verschwinde, lass mich in Ruhe. Ja, ich spiele jetzt auch Autoscooter. Jetzt habe ich aber nicht. Wenn du meinst, mich da mal wegkommen zu müssen, spiele ich das Spielchen mit. Das ist der Perez. Ist das Stroll? Das war nicht Perez, das war Stroll. So, den muss ich vorbeilassen und den aber zumachen. Das ist mir gerade egal, ob ich da jetzt irgendwas machen kann. Ich will keine Steinstrafe bekommen, ich will nur dieses Rennen mit Ende fahren. Ja, es klingt gerade alles noch Online-Lobby. Es klingt gerade alles noch Online-Lobby. Ich muss ja eh nicht komplett durchfahren. Runde 18. Ich habe noch vorletzte Runde, ist das jetzt, glaube ich, gerade. Das ist ja tief hier in den Science. Nee. Ja. Ich habe eh keinen Flügel mehr. Aber es geht um diesen scheiß Sitzplatz. Ist mir so egal, wie es am Ende ausgeht. Hamilton, schnellste Rennrunde. Wobei der wahrscheinlich in der Box war, nochmal auf schnelle Reifen gesetzt hat. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich in die letzte Rennrunde gehen. Also die Runde und dann noch eine. Ja, jetzt freuen sie sich. Ach, drei Sekunden. Also berundet worden mit der bin ich so oft noch nicht in der Karriere. Da haben wir jetzt dahinter. Geh weg. Ich spiele das Spielchen jetzt mit, wenn ich ehrlich bin. Ich wehre mich jetzt da. So, Zeit ist in der Box. Ich weiß gar nicht, was das jetzt das nächste für ein Auto ist. Ist mir egal, wenn ich ehrlich bin. Ist das jetzt ein. Ah, das dürfte
Ricciardo sein. Ja, das war mir fast klar, dass du das Spielchen jetzt mitspielst. Ist mir so scheißegal. Ich klamme mich. Oh Mann, verpisst euch. Lass mich in Ruhe. Das ist typisch diese KI. Die sagt dann einfach, komm, ich in Zweifel schieß mal weg. Mit drei Autos nebeneinander in diese Kurve. Was wollt ihr von mir? Und, ja, danke schön. Hab da fein gemacht. Danke schön. Ich bin raus. Ich glaube, ich glaube, dieses Video nicht in dieser Form als gut. Tut mir leid, dass das jetzt so ein Rennen ausgerechnet ist. So, mal aus dieser Situation ein bisschen raus. Ich muss dieses Rennen irgendwie jetzt zu Ende fahren. Die wollen alle nur an mir vorbei, damit ich so irgendwie diesen einen Punkt mitnehmen kann. Nichts anderes. Ist mir egal, ich will dieses... Ist mir scheißegal, ich fahr zwar richtig Autos gut, aber ich hasse diese Strecke auch. Ich wurde zwar berühmt. Oh, ja, mein Gott, das war mir fast so klar. Im Zweifel versucht die KI dann irgendwas noch... Die versuchen dann nur was halsbrecherisch und dann die Mutter kommt, wir drehen dich weg im Zweifel. Egal, Punkt. Auch wenn das absolute... Auch wenn das irgendwie gerade nur... Crashkit war. Krieg ich dann natürlich nicht geladen, das Video. Hier will jeder gewinnen und dieses Team hat es geschafft. Was für ein tolles Ergebnis in Monaco. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Regen kann das Renngeschehen auf den Kopf stellen und die Reihenfolge durcheinander werfen. Das haben sie heute ausgenutzt und sich so den Sieg geholt. Bei solchen Bedingungen braucht man immer etwas Glück, aber sie sind mit der Strecke gut zurechtgekommen und haben dadurch gewonnen. Ja. Naja, egal, ich weiß doch, ich habe heute einen Sieg geholt. Mein 10. Platz geholt. Mein Gott, ey. Was ein Kackrennen. Ja, ich weiß, ich habe mich übelst verteidigt, war auch nicht immer ganz fair. Aber ist egal, scheiß drauf. Aber, weißt du, da kommen die Staffel nicht vorbei, dann versuchen sie dreimal nicht einzukesseln. Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Doppelsieg. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start.
Ja, geschafft. Wir sind zumindest jetzt auf 7. Das, wie gesagt, ist sehr wertvoll, dieser eine Punkt. Wenn Williams und so nichts holen, dann sind die so wertvoll, die Punkte. Ja, ja, das war ein sehr anstrengender und, ja. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Das Wetter heute war grässlich, aber glauben Sie, dass das für Sie vielleicht von Vorteil war? Ja, aber so. Heute gab es so einige Zusammenstöße, nicht wahr? Ja, das war klar, auch teilweise ich muss da ein bisschen was geben. Ich hätte eigentlich die erste Antwort oben nehmen müssen. Das war dann alles. Weil teilweise sind die dann in einer, meinten mit drei Leuten noch in der Haarnadelkurve in die Schwimmbadkurve zu gehen, ey. Mit drei Leuten in der Nadelkurve. Zweifel hauen sie mich weg dann noch. Und ich krieg dann noch 5 Sekunden, hab's egal, scheiß drauf. Schätze Runde, ist egal. Straffrei, mit ein bisschen Glück, ja. Na gut. Und das nächste Rennen ist, wird das nächste anstrengende Rennen. Dann geht's nämlich nach Aserbaidschan. Und das versuchen wir uns nächste Woche anzugucken.